3, 2, 1, Start! Bambergermarsch 2022, 29 Gruppe. Viel Spaß! Ich war noch nie da. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus dem Münsterland. Wie ihr seht, bin ich schon losgewandert hier beim ersten Baumberger Marsch direkt vor meiner Haustür. Hier in Billerbeck ist das losgegangen. Ich bin ein bisschen spät losgekommen zu Hause. Dann ist, wenn man nirgendwo hinfahren muss. Ne? Dann trödelt man, kommt nicht in Quark und dann kommt man gerade noch richtig zum Start. Also konnte ich euch halt nicht vor dem Marsch hier begrüßen. Jedenfalls freue ich mich total, das erste Mal hier zu Hause zu wandern. Kleine Herausforderung, 40 Kilometer, mal gucken, wie es heute läuft. Wetter ist super, Himmel ist blau, nette Leute sind dabei. Mal gucken, wie ich noch treffe, wen ich alles kenne. Aber jetzt erstmal ein bisschen wandern. Für mich ja ganz ungewohnt, mal so eine Extremwanderveranstaltung vor der eigenen Haustür hier mitzumachen. Und finde ich aber auch tippitoppi, super ausgeschildert ist. Ich habe den Track natürlich runtergeladen. Der wurde vorher bekannt gegeben als Komoot-Link. Und nichtsdestotrotz ist das immer super, dass da Schilder aufgestellt sind, beziehungsweise aufgehangen sind. Und dass der Boden auch markiert ist. Es gibt ja immer noch ein paar nette Menschen oder nicht so nette Menschen, die gerne mal so ein Schild oben drehen und da Spaß dran haben. Aber das ist immer gut, wenn der Boden auch markiert ist, ist das schon mal tippitoppi heute Morgen. Und wir haben mittlerweile einen guten Kilometer. Da sind es ja bloß noch 41. Ja, liebe Leute, ich habe großen Respekt vor dem Veranstalter hier heute Morgen. Die haben das ja zum ersten Mal eine Marschveranstaltung, so eine Großveranstaltung hier organisiert. Aber ich zeige euch gleich mal hier tippitoppi, wie die auf uns Acht geben. Dass sogar hier an der Strecke Streckenposten sind, die aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Moin! Danke fürs Aufpassen! Sehr gerne, euch viel Spaß! Danke! Ja, mal ganz neue Wege, die hier gewandert werden vor der eigenen Haustür. Ich glaube, die wurde extra geschaffen. Die Zeckensammelpassage. Ja, für alle, die das Video hier schauen und nicht aus der Gegend hier kommen, die Baumberge sind ein Höhenzug im westlichen Münsterland. Also in der Nähe von Münster sind wir jetzt hier unterwegs. Ich glaube, ungefähr 20 Kilometer westlich halt von Münster. Und der höchste Punkt sind hier 188 Meter auf dem Westerberg, heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und da steht der Longinusturm, ist die höchste Erhebung im Münsterland. Der ist nochmal 30 Meter hoch. Und ich glaube, da kommen wir heute auch vorbei. Ich habe mir die Strecke hier angeschaut. Natürlich wieder nicht gemerkt. Ne? Alle, die meine Videos öfter gucken, wissen ja, mit Streckenplanung und solche Sachen habe ich es ja nicht. Bei solchen Marschveranstaltungen ist auch einfach hinterherlaufen angesagt und dann
kommt man noch irgendwo an, wo es was zu essen gibt. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Eben gucken. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich eine gute Stunde unterwegs und sehe jetzt niemand mehr vor mir. Dann muss ich selber auf den Weg achten. Ich habe mal Schokolade am Mund, hier gerade noch ein bisschen was gegessen. Ich will selber auf den Weg achten. Ah, ne, da sehe ich schon wieder jemanden. Das ist immer so ein bisschen kritisch, ne? Ich träume so ganz gerne in mich hinein und laufe dann gerne einfach hinterher. Aber wie gesagt, wenn man vorne läuft, dann muss man halt auf den Weg achten. Ja, ist auch super ausgeschildert. Kann nichts passieren, wenn man da unten guckt. Der Weg ist ja aufgesprüht, dann, also wenn man abbiegen darf. Ja, und Schokolade am Mund. Ich habe ja bei meiner letzten Extremwanderung, die ich gemacht habe, Megamarsch Hannover, 50 Kilometer. Ich habe ein Problem gehabt, so bei Kilometer 40 mit bisschen Übelkeit und Schwindel, war ich unterzuckert. Und das soll mir heute nicht nochmal passieren. Ne? Darum mindestens alle 5 Kilometer was Zuckerhaltiges futtern. Und bei den Pausen auch wirklich Pause machen und nicht wie in Hannover den 30 Kilometer Stopp mal eben nur kurz anbremsen und dann direkt weiterlaufen. Das werde ich heute nicht machen. Ich bin jetzt ja schon ein paar Meter hier alleine im Wald unterwegs und das ist mal ganz angenehm, nicht immer Stimmen im Kopf zu haben. Also ich unterhalte mich ja auch ganz gerne, ich quatsche ja selbst auch ganz gerne. Aber hier so im Wald, wenn die Vögel zwitschern, das ist schon echt schön. Danke fürs Aufpassen. Ja, und auch hier in der Ecke wieder Streckenposten, die aufpassen, dass wir nicht überfahren werden, dass wir uns nicht verlaufen. Das ist ja richtig klasse. Da kriege ich direkt ein Lächeln auf die Lippen. Das Schöne ist ja, wenn man in einer Gegend unterwegs ist, wo man sich auskennt, da gibt es manchmal auch Erinnerungen. Und ich erinnere mich gerade an eine Tour mit dem Fahrrad, die ich hier vor 2 Jahren gefahren bin. Die heißt Winterwonder Münsterland. Verlinke ich euch mal eben hier oben. Wenn euch das interessiert, haben wir richtig Schnee hier im Münsterland. Und ne, das ist gar keine 2 Jahre, jetzt glaube ich ein Jahr her. Ne? Jedenfalls bin ich ja mit meinem normalen Trekkingrad mit Felgenbremsen hier losgefahren durch den Schnee, durch den Tiefschnee und musste ständig anhalten. Und hier auf der Ecke, wo wir gleich abbiegen, musste ich halt die Bremse mal richtig sauber machen. Das ist, glaube ich, auch das Thumbnail von dem Video, das Foto, als ich den Schnee da mal rauspulen musste. Das ist auch mal schöne Erinnerung, die dann wieder wach werden. Das war eine verrückte Aktion hier. Ey. Ein Fahrrad hier runterfahren. Mit Felgenbremsen im Schnee. Ist ja auch eine herrliche Gegend zum Fahrradfahren hier. Wer das nicht kennt, der denkt einmal gar nicht, wie hügelig das hier auch sein kann. Ja, liebe Leute, Kilometer 9 ist das jetzt erst, noch nicht mal Kilometer 10. Aber so wie es aussieht, ist das hier vor uns nicht das 10-Kilometer-Schild, was da gefeiert wird. Nein, da ist der erste Verpflegungsposten. Also die Stunde der Wahrheit. Was gibt's hier heute auf dem Teller? Für mich immer ganz wichtig. Ich hätte gern so ein Gedeck, genau. Ja. Ein Herrengedeck heute. Das dürfen auch Damen essen. Dankeschön. Danke. Darf ich mir selber einen nehmen? Ja, natürlich. Dankeschön. So, ein bisschen auffüllen. Später, ne? Ja, ciao. Ich gehe auch direkt weiter. Ja, liebe Leute, das war jetzt hier VP1. Ich habe gar nicht groß angehalten, bin gerade erst mal losgelaufen, eine gute Stunde unterwegs und habe mir so ein kleines, ich habe es jetzt mal Herrengedeck genannt hier, ein Mettentchen und eine Gewürzgurke geholt und direkt einen Bekannten getroffen. Herr Löffler, möchtest du auch mit auf Film?
Guten Tag. Löffel. Ich hoffe, der hat jetzt nicht 20 Minuten aufgeholt, dann bin ich sehr enttäuscht. Ich bin um 9.40 Uhr gestartet. Wann bist du gestartet? Nein, gelogen, 9.20 Uhr. Ich wollte gerade sagen, nein, um 9. Um 9. Ja doch, dann hat er 20 Minuten aufgeholt. Du machst so viele Fotos zwischendurch. Ich habe noch nicht ein Foto gemacht. Und? Noch nicht ein Foto. Ja, dann muss ich wohl ein bisschen langsamer machen, nicht, dass ich wieder unter Zucker. Also erstmal ein bisschen was futtern, also Pause jetzt diesmal unterwegs und ohne Pause. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, dann jetzt hier der allerhöchste Punkt in Münsterland auf dem Westerberg, der Longinusturm. So, ein bisschen kurzatmig, war eine ordentliche Steigung hier, 11%. Ja, jedenfalls wollte ich etwas zum Longinusturm sagen. Ich habe mich nämlich diesmal vorbereitet auf die Tour ein bisschen. Und das habe ich gelesen. Der ist um 1900 entstanden und benannt nach einem Biologen und Wanderfreund aus Münster. Der hieß halt, hat Bücher geschrieben mit Pseudonym Dr. Longinus. Und der hat, nachdem ist dieser Turm halt benannt worden, der war so groß, also der Forscher, den Namen habe ich vergessen. Ich glaube, Friedrich Westendorf oder sowas. Müsste ihr erstmal kommen, wenn euch das interessiert. Ich muss erstmal weiter, ein bisschen Luft sammeln. Geht wieder ein bisschen runter. Jetzt genau 2 Stunden, 11,6 Kilometer, also knapp 6er Schnitt ist das hier heute und da bin ich gut mit zufrieden. Ne? Das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, dass ich so flott hier durchstarte und ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Ja, liebe Leute, was auf dem Video so gar nicht nach schönem Wetter aussieht, ist zum Wandern eigentlich viel angenehmer. Ne? Wenn der Himmel bewölkt ist, so eine leichte Brise weht wie jetzt, als wenn es ein bisschen droppeln würde, weil das nur Wasserkühlung, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Also einen Schirm habe ich zu Hause gelassen. Ich hatte den erst eingepackt gestern Abend, weil hier richtig ein bisschen mehr Regen vorhergesagt war. Und Regenjacke beim Wandern, finde ich mal, dann schwitze ich mehr von innen, als jetzt, dass ich von außen durch den Regen nass werde. Bei mir jedenfalls, bei meiner Regenjacke und darum damit Schirm, aber das Gewicht habe ich mir gespart. Darum bin ich auch so flott unterwegs heute Morgen hier. Der Wegweiser gerade zu Leopoldshöhe war früher mal ein Ausflugslokal hier in den Baubergen. Leider schon, habe ich jetzt Bauberge gesagt, in den Baumbergen. leider pleite, glaube ich, ist jedenfalls geschlossen. Und ja, schon seit mehreren Jahren jetzt. Aber ganz schöne Steigung hier. Wir haben jetzt auch schon, muss mal gucken. 286 Höhenmeter haben wir hinter uns. Und 261 sind es noch. Also jetzt knapp 15 Kilometer nach 2,5 Stunden. Läuft immer noch ganz gut. Und die meisten Höhenmeter sind ja auch schon drin. Dann geht es bergab, sozusagen, muss noch bergauf. Das war mal ein schönes Motivationsbanner jetzt hier. Jeder Champion war mal ein Kämpfer, der sich geweigert hat, aufzugeben. Ja, liebe Leute, hier gerade die erwähnte Gaststätte Leopoldshöhe. Aber wie gesagt, leider mittlerweile geschlossen. Mittlerweile bin ich 3 Stunden jetzt hier unterwegs. Kilometer 17,5 ist das jetzt hier immer noch in den herrlichen Baumbergen. Ist ja auch der Baumberger Marsch, aber halt hier im Grün. Und das fällt mir schon mal auf im Vergleich zu vielen anderen Märschen, die ich sonst mache. Das sind ja sonst auch immer an Metropolen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ist ja so. Der letzte war Hannover, dann Ruhrgebiet ist Duisburg. Dortmund immer irgendwie an großen Städten. Und der hier ist wirklich in Wallamucken im Grün
und zwar kontinuierlich im Grünen. Das ist schon echt ein großer Pluspunkt. Das fällt mir total auf, gerade auch, weil so wenig Teilnehmer hier sind. Ich weiß gar nicht, wie viele da sind. Ich glaube, 600, meinte ich mal, als ich mich angemeldet habe, werden zugelassen. Das war allerdings schon 2019, als ich mich angemeldet habe. 20 wurde das Ding ja abgesagt, 21 nochmal. Und jetzt also 2,5 Jahre darauf gewartet, dass ich endlich loslegen darf. Ja, jedenfalls, wo habe ich angefangen? Herrlich grün. Und wenn ich die Klappe halten würde, auch herrliche Waldgeräusche. Ja, mittlerweile sind es knapp 20 Kilometer, die ich hier gewandert habe heute Morgen hier im Münsterland beim Bornberger Marsch. Und wir kommen jetzt zu einem der schönsten Plätze, wie ich finde, auch mit einer wunderschönen Aussicht in die Münsterländer Wanne, heißt das, ne? Wo man bis nach Tecklenburg rüber gucken kann. Und das ist die Bruder-Klaus-Kapelle. Und da freue ich mich schon drauf. Ich denke mal, da wird gleich der VP2 sein, weil es ja 20 Kilometer sind. Da mache ich doch glatt mal ein Minütchen Pause und genieße die Aussicht. Ja, so wie es aussieht, habe ich mich da zu früh gefreut mit VP2. Hier oben ist jedenfalls nichts zu sehen von einem Verpflegungspunkt, aber es geht bergab. Da ist er, der VP2. Und ich freue mich, hier ist bestimmt wieder Mettentchen. Das ist ja genau mein Ding. Was Würziges. Ist zwar nicht so kohlenhydrathaltiges, bringt mich jetzt direkt nicht weiter. Aber dafür nehme ich mir ja noch die Müsli-Riegel mit. Die gibt es dann als Nachtisch, als Dessert. Sodele, was haben wir denn hier gutes Mettentchen? Tippitoppi, trinken brauchen wir nicht. Darf ich mir eins nehmen, oder? Okay. Genau, da hat er eines mit vorgemacht. Ja, das war jetzt hier VP2 nach so ziemlich genau der Hälfte der Strecke. Muss mal gucken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. 20,68 Kilometer sind wir jetzt gelaufen, also ich. Und 21,37 sind noch zum Ziel. Ziemlich genau die Hälfte. Ja, ist doch super hier, ne? Dixi-Klos, bisschen Verpflegung wieder, saures Gürkchen, richtig vernünftiges Mettentchen. So kann das gerne weitergehen. Da freue ich mich doch schon auf VP3. Jede Gegend hat für sich ja Besonderheiten, die besonders schön sind, Sehenswürdigkeiten bei uns hier im westlichen Münsterland. Da, wo ich lebe, hier Habigsberg, die Baumberger Hall mit dem Longinusturm. Aber es gibt ja auch immer so Sachen, die vielleicht nicht so sehenswert sind. Da kommen wir nämlich gerade drauf zu. Und ich weiß gar nicht, ob wir als Habigsbecker da stolz drauf sind, dass wir das haben. Aber wir haben es halt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hängt ja auch genau auf der Strecke. Und das wollte ich euch jetzt mal hier präsentieren. Ja, jetzt denkt sich ja so mancher vielleicht, ein Bahnübergang ist doch nichts Besonderes. Warum muss man das jetzt extra erwähnen? Aber wenn ihr mal schaut, wo ich hierher komme. Ich komme ja hier von diesem Feldweg. Und hier rechts gibt es keine Straße, es ist ein Feld.
Geradeaus gibt es genauso einen Feldweg. Gibt es einen riesen Bahnübergang. Durchgezogene Linie, sehr wichtig. Überholen verboten. Und hier geht es weiter auf dem Feld. Und das, denke ich, ist doch schon irgendwo was Besonderes, was Außergewöhnliches. Irgendwo einen Bahnübergang in die Wallamogen zu setzen. Einen beschrankten Bahnübergang. Ja. Das soll mal einer verstehen. Hier gibt es ja noch eine ganze Menge unbeschrankte Bahnübergänge. Nicht, dass das hier Standard ist. Von daher. Und da sind sogar richtig Straßen, die darüber herführen, über die unbeschrankten Bahnübergänge. Aber hier hat man so ein Ding hingeklöppelt. Immer wieder beeindruckt. Ja, dieses Stückchen im Wald hier ist schon ein bisschen interessant zu laufen. Ein bisschen drauf achten, ein bisschen rutschig. So viel hat sie gar nicht geregnet, aber wenn dann jetzt die Waldarbeitsfahrzeuge hier durchfahren, dann sieht es halt so aus. Und vor mir sind ja auch schon ein paar hundert Leute hier durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele hier teilnehmen, aber ich denke mal, dass irgendwie 200 Leute noch vor mir sein müssen, die Startgruppe 1. Und ja, wenn das jetzt ein Mammutmarsch wäre, Megamarsch, und hier ein paar Tausend durchgegangen wären, dann wird es wahrscheinlich noch anders aussehen. Mit den Matschverhältnissen hier. Ihr habt es vielleicht gerade schon in der Ferne gesehen. Der VP3 ist in Sicht. Allerdings sind wir jetzt vorhin noch mal links abgebogen. Aber das letzte Mettentchen ist gerade vorbei. Da kommt schon der nächste. Ist jetzt hier Kilometer 25 und 4,5 Stunden bin ich unterwegs. Das heißt, ich denke mal, dass wir noch einen kleinen Bogen jetzt hier laufen, 5 Kilometer. Aber es ist interessant, ne? Dass man das Ding schon sehen kann. Finde ich gut. Da unten. Aber erstmal noch ein bisschen arbeiten hier. Oh, jetzt gibt es Konflikt hier, Gegenverkehr, Stau im Wald. Offensichtlich so ein Urlauber- oder Wochenend-Ausflugs-Pferdereisegruppe hier oder wie auch immer. Jedenfalls wirken die ein bisschen verunsichert mit den ganzen Wanderern hier. Ist wohl nicht so üblich, dass hier ein paar Leute durch den Wald laufen. Ja. So ist das dann, ne? Aber hier möchte ich jetzt auch nicht im Dunkeln laufen. Und da muss man gutes Kopflicht dabei haben. Aber sind die mit den Pferden hier raufgeritten? Was muss ja wohl, ne? Da bin ich jetzt doch froh, dass es gerade nicht regnet und hier nicht ins Rutschen kommt.
ja, die Holzfälle, die ihr gerade gesehen habt, ist auch so eine kleine Sehenswürdigkeit. Da sind so kleine Spieluhren drin, die man von Hand zukurbelt. Auch ganz schön gemacht, habe ich irgendwo auch schon mal gezeigt in einem meiner Videos. Ich glaube, war auch ein Wandervideo hier in dem Baumberg. Guckt euch einfach alle meine Videos an und dann werdet ihr schon sehen. Ja, jetzt gut 28 Kilometer, ich habe gerade nachgeschaut und ich glaube, ich bin am VP3 angekommen. Haben wir von oben gerade schon gesehen, aus der Ferne. Und jetzt ist es auch soweit. Glaube ich. Schauen wir mal. Ja, eindeutig. Du hast drei Möglichkeiten im Leben. Aufgeben, nachgeben oder alles geben. Ja, tippitoppi. Und dann schauen wir mal, ob es hier auch wieder Mettdänchen gibt. Das war doch mein Ansporn jetzt zwischen den ganzen Verpflegungsbogen, dass ich hier wieder Mettentchen bekomme. Dankeschön. Bitte. Ja. Kann ich auch zwei Schokoriegel haben von jedem ein? Die sind auch im Schatten. Ja, die haben wir extra jetzt in den Schatten gestellt. Das ist vernünftig. Lutschen. Genau. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Da kommt schon nichts nach. Wo ist denn das Dankeschön. Messer, Jimbo? Richtig. Ja, freut mich. Steht auch dran, habe ich extra dran geschrieben. Damit ich noch weiß, wer ich bin. Ist ja schon was Besonderes vor der eigenen Haustür. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt der letzte Verpflegungspunkt hier, VP3. Müssen wir eben gucken, wie man nicht beschranken Bahnübergang. Ist ja nicht überall der Wahnsinn, dass hier Schranken auf die Feldwege gesetzt werden. Aber auch richtig gut hier, ne? Schön gelegen, bisschen Schatten. Nichts zu meckern. Und jetzt noch mal die letzte Etappe in Angriff nehmen, im Schauen hier. So, 13,67 Kilometer, sagt das Navi. Ganz genau. Dann schauen wir mal. Das sind ja dann auch so 2,5, 3 Stunden, würde ich mal sagen. Ne? Haben sie jetzt 14:30, wenn dann 15, 17 Uhr, 17:30, ja, super, das wäre gut. Ja, ich bin jetzt ziemlich genau 6 Stunden unterwegs. 33 Kilometer liegen hinter mir und 9 noch vor mir. Ich denke mal noch knapp 2 Stündchen, dann wird das wohl was werden. Hier ist aber doch ganz schön warm. Wir haben es jetzt 20 nach 3, 15.20 Uhr und 24 Grad. Und die Sonne scheint ganz ordentlich. Ich habe ja ein Käppi auf, aber Sombrero war da wahrscheinlich angebracht, um ein bisschen mehr Sonnenschutz zu haben. Und jetzt noch so ein bisschen Regentropfen runterkommen, sieht es überhaupt nicht nach aus. Naja. Muss ich halt durch, habe ja noch was in meiner Trinkblase hier drin und dann geht es jetzt weiter Richtung Ziel.
heute 16.30 Uhr. Ich bin jetzt hier gut 7 Stunden unterwegs, 39 Kilometer. Und mittlerweile im Ortskern von Billerbeck angekommen. Das heißt, noch gut 2 Kilometer bis zum Ziel. Und komme jetzt hier am Billerbecker Dom vorbei. Habe ich ja schon ein paar Mal aus der Ferne gezeigt. Mit den zwei Türmen gut zu sehen. Mal gucken, wann wir ein bisschen näher rankommen hier. Aber da ist nichts für eine Actioncam. Da ist zu wenig Weitwinkel. Jedenfalls jetzt hier im Ortskern Billerbeck. Da kommt eine leckere Eisdiele, die wir ganz gerne besuchen. Muss ich jetzt leider dran vorbeilaufen. Aber ich kann ja schon die Zielluft schnuppern. Und habe mir auch das Ganze ein bisschen schlecht eingeteilt, ich habe fast gesagt. Meine Trinkblase ist leer, habe ich zwischendurch nicht aufgefüllt. Die 2 Liter sind ja schon alle. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Geradeaus geht's weiter. An der Eisdiele vorbei. Ja, nach jetzt 40 Kilometern kann ich mal ein kleines Fazit über meine Schuhe hier ziehen. Ich habe für diese Extremwanderung hier neue Schuhe gekauft. Also nicht nur speziell für diese hier, sondern ganz, ganz allgemein. Weil man macht ja so seine Erfahrungen. Angefangen habe ich ja vor gut 1,5 Jahren mit den Extremwanderveranstaltungen und bin mit Wanderhalbschuhen losgelaufen. Ich habe orthopädische Einlagen, die passen da gut rein. Das ist vom Fußgefühl eine super Sache. Die Schuhe sind nur die Wanderschuhe relativ schwer und Wanderschuhe sind dafür gemacht, auf Wanderwegen zu wandern, also im Gelände. Und es ist nicht unbedingt der beste Schuh, um damit auf der Straße zu laufen, auf Asphalt. Und diese Wanderveranstaltungen, diese Großveranstaltungen, finden doch zum großen Teil nicht auf Wanderwegen statt. Allerdings ist heute die Ausnahme, heute ist viel Wanderweg. Ist ungefähr ein Drittel, würde ich mal sagen, Asphalt. So 13, 15 Kilometer, glaube ich. Jedenfalls finden die meisten sonst auch viel auf Asphalt statt. Und ist der Wanderschuh nicht so die erste Wahl. Dann habe ich mit schwereren Schuhe besorgt. Die waren nur halb so schwer. Wanderschuh wiegt einer ungefähr 700 Gramm, die ich habe. Der Wanderhalbschuh. Der Trailrunning-Schuh wiegt 350 Gramm. Der war allerdings ein bisschen enger. Da passte die spezielle orthopädische Einlage nicht rein. Sonst war der vom ersten Fußgefühl super. Bin ich ja Mammut Marsch Heidelberg mitgelaufen. Danach Dortmund, den 55, 60 Kilometer war es, glaube ich, in Dortmund. Und da hatte ich auch ziemlich Probleme mit den Füßen. Man, die Füße schon sowieso weh, wenn man den ganzen Tag läuft. Aber dachte mir, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Jetzt habe ich mir einen leichten Laufschuh besorgt. Das ist ein, ich kriege das ja nichts dafür, dass ich jetzt Werbung dafür mache. Das ist von der Marke Hoka, der Bondi 6 in extra breit. Mein Problem ist nämlich, dass ich einmal diese orthopädischen Schuheinlagen habe und auch, wenn ihr mehrere Stunden lauft, wird euer Fuß breiter. Das ist einfach so. Wir sind ja wieder schmaler, wenn man sich ausruht, der bleibt ja nicht so breit. Aber der wird halt breiter und der braucht halt Platz. Wenn er den nicht hat, dann tut's weh, dann drückt's. Und ich muss sagen, an Füßen merke ich überhaupt nichts. Also, das ist tippitoppi heute, ne? Habe ich so noch nie gehabt, dass ich 40 Kilometer durchgelaufen bin. Blase, auch kein Problem. Bin ich also sehr mit zufrieden. Kann ich also empfehlen, für solche Geschichten hier leichten Laufschuh und dann ruhig eine Nummer größer, ein bisschen breiter, damit der Fuß sich da auch breit machen kann. Ja, das wäre auch was Feines hier, eine Fußerfrischung. Aber leider noch nicht fertig. Und hier schließt sich der Kreis. Hier sind wir heute Morgen auch gestartet. Hier sind wir gekommen. Bin über die Brücke hier gelaufen. Dann kann es nicht mehr weit sein bis zum Ziel. Ja, ich kann das Ziel schon sehen. Zumindest den Bierwagen. Ist ja bald noch wichtiger. Ja, liebe Leute, und hier ist der Bierwagen schon vor dem Ziel aufgebaut.
bekomme ich ja gerade in Versuchung, gar nicht mehr durchs Ziel zu laufen, sondern direkt... Das ist euer erster Applaus. Kommt zum Ziel, holt euch eure Medaille. Ja, ich muss, glaube ich, jetzt mal hier vorbeilaufen. So, jetzt auch keine Schön, dass ihr wieder zurück seid. Auf den letzten 3 Metern. Und bitte die Siegerpose. Ihr seid alle Gewinner. Dankeschön. Tippitoppi. Super Leistung. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr wieder da seid. Urkunde gibt es auch noch vorne im Sport. Dankeschön. So. Und Urkunde ab. Und dann sind dann Urkunde ab. Hallo. Eine Urkunde? Eine Urkunde. Ja, bitte. Ja, was brauche ich denn für eine... Ja, das ist schon mal gut. Das S ist auch nicht so meins. Ich frage nur gerade, wie die ausfallen. Ich falle ja eher XL aus. Bin man da richtig verwöhnt hier? Kann ich gar nicht alles tragen. Warte, danke. Danke, ja, sicher. Ansonsten auch gerne hier vorne. Herzlichen Glückwunsch, super Leistung. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Ja, ich habe mich jetzt im Ziel ein bisschen erholen können. Familie ist auch da, hat mich empfangen, hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Und wird ja richtig reich beschenkt hier beim Bornberger Marsch. Ich habe hier eine Medaille bekommen. Habe ich gar nicht gewusst, dass es eine Finisher-Medaille gibt. Dann eine Urkunde, tippitoppi. Und das kann man, glaube ich, gar nicht sehen. Habe ich einen Rucksack. Bierglas, natürlich gefüllt. Alkoholfreies Radler. Hat mich auch besonders gefreut. Was Kühles zum Trinken im Ziel. Sehr schön. Fasse ich das Ganze mal ein bisschen zusammen für mich jetzt hier heute. Die Erfahrung, erster Bornberger Marsch, ich bin total begeistert. Ich war jetzt ja nur Großveranstalter gewohnt, Mammutmarsch, Megamarsch. Jetzt hier heute waren das 43 Kilometer knapp. Ich habe 6,5 Stunden, nein, 7,5 Stunden gebraucht. Nein, was habe ich denn gebraucht? Doch, 7,5 Stunden, nicht 6,5 Stunden. 7 Stunden, 35 Minuten, aber nicht übertreiben jetzt hier. Ne? Ich glaube, 5,8er Schnitt ist das gewesen. Habe ja auch kaum Pause gemacht. Fühle mich trotzdem noch fit, von daher alles tippitoppi. War super ausgeschildert, man konnte sich überhaupt nicht verlaufen. Am Anfang auch Streckenposten, die aufgepasst haben, dass man nicht überfahren wird, denn darauf hingewiesen haben, wenn ein Auto kommt. Das fand ich auch sehr gut. Ganze Organisation hier wirklich zum Empfehlen. Und da merkt man auch den Unterschied, das ist nicht auf Profit getrimmt, das ist jetzt hier von Sportvereinen, von Privatpersonen gemacht worden. Die haben da viel Arbeit, viel Energie reingesteckt. Wenn das jemand von Veranstalter hier sieht, sage ich Dankeschön dafür, meinen Respekt habt ihr, Daumen hoch. Und wenn euch als Zuschauern mein Film mir heute gefallen hat, gebt mir doch auch bitte einen Daumen nach oben. Wer noch nicht hat, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Nächstes Mal gibt es bei mir auch wieder was mit Fahrrad. Eigentlich mache ich ja mehr Fahrradtouren hier auf meinem Kanal, nicht so viel wandern. Für die Leute, die gerne Fahrradfilme von mir gucken. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Ciao.